Frau Professor Dr. Helma Lutz. Sie ist Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Frauen- und Geschlechterforschung, Migrationsforschung, Intersektionalitätsforschung, Rassismus- und Ethnizitätsforschung sowie qualitative Forschungsmethoden und Biografieforschung. Wir freuen uns sehr, Frau Professor Dr. Lutz. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Eigentlich sollten wir jetzt schon mit diesen Kurzvorträgen fertig sein. Ich freue mich deshalb, dass so viele noch hier sind. Und ich werde auch ähnlich wie meine Vorrednerinnen und Vorredner das jetzt versuchen, in einem Parforceritt hier zu der Frage des Einflusses von Kernmigration auf Aufnahme- und Herkunftsfamilien zu sprechen. Und mein Vortrag, der bezieht sich sehr stark auf das, was Sie am Anfang in dem Film gesehen haben. Ja, auf solche Situationen, auf die Situation in den Privathaushalten. Wir haben jetzt viel über den formellen Bereich gehört und da kann man sagen, das werde ich gleich auch noch erläutern, das sind Desiderate sehr stark. Also was wir in der Praxis vorfinden, ist nochmal was ganz anderes. Aufnahme- und Herkunftsfamilien heißt, dass wir uns immer klar machen müssen, und das hat der Film sehr schön gezeigt, dass jede Frau, die bei uns hier Kinder und alte Menschen pflegt, zu Hause in der Regel, wenn nicht eigene Kinder, dann aber auch Eltern und andere pflegebedürftige Personen möglicherweise zurücklässt. Das heißt, im Prinzip ist das, was mit Care-Migration passiert, etwas, was auf der einen Seite ein Defizit zu lösen scheint, auf der anderen Seite aber ein neues Defizit auslöst. Hier nochmal ein paar Zahlen zu der Frage, was passiert sozusagen neben diesen offiziellen Zahlen. Wir haben einen wachsenden Markt in den Privathaushalten und dieser Markt ist zum großen Teil eben informell unregistriert. 67% aller Deutschen beschäftigen eine sogenannte Hilfe im Haushalt. Dieses Haushaltscheckverfahren, was dafür mal eingeführt wurde in verschiedenen Bundesländern, das ist nicht besonders gut akzeptiert worden. Wir haben eben als Reaktion auf den Pflegenotstand die Einwanderung von Migrantinnen. In Deutschland ist das hauptsächlich aus Osteuropa und Polen ist immer noch das größte Entsendeland, aber natürlich auch aus Asien und Lateinamerika. Aber für Deutschland ist sozusagen die Ressource jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Das ist worüber wir hier sprechen oder worüber ich spreche, das ist kein deutsches Phänomen, sondern wir haben dieses Phänomen eben auch international in anderen Ländern. Da wird von einer sogenannten Care Chain gesprochen, der globalen Versorgungskette. Und damit ist gemeint, dass wir also in vielen Ländern, vor allen Dingen der westlichen Welt, Care-Defizite haben. Das ist ja schon von meinen Vorrednerinnen hier auch sehr deutlich angesprochen worden. Aber diese Migration, in China gibt es die auch, dort ist es aber eine Land-Stadt-Migration, während es bei uns sozusagen die Migration aus dem globalen Süden in den globalen Norden ist. Und der globale Süden, davon kann man ausgehen, ist sozusagen das Reservoir. Dort gibt es die Care-Reserve, wie wir gehört haben, ist das eigentlich auch eine Fehlannahme, weil dort eben auch Menschen gebraucht werden. Und was wir hier haben, was entsteht als Resultat von solcher Migration, ist, dass es auf der einen Seite einen Versorgungsgewinn gibt und auf der anderen Seite einen Versorgungsabzug. Und genau mit diesem Verhältnis will ich mich beschäftigen. Migrantinnen aus Mittel- und Osteuropa, wir finden sie in der Haushaltsarbeit, das sind Putzen, Kochen, Waschen, Bügeln. Es gibt eine große Gruppe
osteuropäischer Au-pairs, die eben als Kinderbetreuerin in Privathaushalten leben. Und die, was für mich ganz interessant ist, eben als jemand, die ja viel mit Studentinnen und Studenten zu tun hat, ist, dass eine große Gruppe von Osteuropäerinnen auch immer unter meinen Studierenden sind, die, wo ich sehr gut beobachten kann, dass dieses, ja, dieses Programm, was Au-pairs eigentlich darstellen soll, nämlich für ein Jahr in die Familie zu kommen, sehr oft einfach nicht so eingehalten wird, sondern diese jungen Frauen bleiben dann in den Familien, betreuen die Kinder und haben, bekommen dadurch dann die Möglichkeit, eben ein Studium in Deutschland anzufangen. Also auch das ist eine Gruppe, die wir hier mit berücksichtigen müssen. Und dann die Betreuung von alten und pflegebedürftigen Personen. Die ich habe schon gesagt, also die Gruppen sind unterschiedlich, also sind in unterschiedlichen Arbeitsbereichen im Haushalt zu finden, aber sehr oft ist es eben auch so, dass sich diese, diese Tätigkeiten und die Tätigkeitsfelder überschneiden. Was wissen wir über diese Frauen? Wir wissen, dass sie ein relativ hohes Bildungskapital haben, dass sie Angehörige der unteren oder der Mittelschichten in den Herkunftsländern sind, dass sie auch ein hohes soziales Kapital haben, also Sprachkompetenzen, entweder haben sie die oder sie müssen in der Lage sein, dieses zu erwerben. Und das Alter ist sehr interessant, denn wir finden hier sozusagen eine Spanne zwischen 18 und 70 Jahren, verstärkt eben auch in der Betreuung von alten Menschen auch Rentnerinnen aus Osteuropa, die bei uns alte Menschen im Privathaushalt pflegen. Wir finden dieses Phänomen der transnationalen Mutterschaft, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und wir finden hier auch, das ist auch schon angesprochen worden, die so etwas, ja, die Agenturen eben, die hier sehr stark tätig sind. Die Migration hat mal so angefangen, dass sie als selbstorganisierte Pendelmigration begonnen ist. Das heißt, dass Frauen aus Osteuropa eine bestimmte Zeit hier in einem Haushalt arbeiten, eben diese 24-Stunden-Pflege auch machen, dann sich nach 6 Wochen oder in der Regel nach 3 Monaten, manchmal ist es auch noch länger, ersetzen lassen durch eine Bekannte oder eine Freundin, nach Hause gehen und in der Zeit dann ihren eigenen Haushalt versorgen, wieder zurückkommen. Also das ist ein Rotationssystem, was mit diesem, bei dieser österreichischen Variante, die Frau Tiesler eben angesprochen wurde, auch legalisiert wurde. Das heißt, das sind immer mindestens 2, wenn nicht 3 Migrantinnen, die sich einen Haushalt, in dem sie eine Person pflegen, teilen. Gut, dieser gesamte Bereich wurde hier, mehrfach wurde hier über Daten geredet, also diese berühmten 100.000 bis 150.000, die ILO, die hier auch schon angesprochen wurde, die Internationale Arbeitsorganisation, weist immer wieder darauf hin, dass unsere Datenlage in diesem Bereich abominabel ist, absolut schlecht. Und dass wir keine realistischen Zahlen haben, die Zahlen, die wir haben, sind Schätzungen. Was wir aber was wir sehen können oder was ich sozusagen in meinen Forschungen jetzt in den letzten 15 Jahren gesehen habe, ist, dass weder auf der Seite der Entsendeländer, die ein Interesse da ist, genau zu wissen, um wie viele Frauen es sich handelt, denn dort werden diese migrantischen, also die Care-Migrantinnen als zeitweilig Abwesende charakterisiert, weil sie eben im Rotationssystem arbeiten. Und in den Empfängerländern wird bislang noch immer davon ausgegangen, dass wir hauptsächlich Fachkräfte rekrutieren, also sogenannte Hochqualifizierte.
Und dass natürlich die Empfängerländer und die EU insgesamt die Illusion aufrechterhalten möchte, dass man so etwas wie eine steuerbare Einwanderungspolitik auch beibehalten kann. Deshalb würde ich sagen, für die Zahlen sind absolut zu niedrig angesetzt. Und interessant ist diese Statistik, die Herr Rothgang am Anfang hatte, nämlich dieser Bereich der pflegenden Familienangehörigen. Da wird nämlich das Pflegegeld, was an die Familienangehörigen bezahlt wird, das kann weitergegeben werden, ohne dass es da große Schwierigkeiten gibt. Also das ist genau der Bereich und da wissen wir, dass das in dem Sinne, wenn wir uns dann auch noch angucken, wie viele der Frauen, die pflegende Familienangehörige sind, berufstätig sind, ja, dann kann man ungefähr also in diesem Bereich verorten, wo sozusagen der Bedarf hier gedeckt wird. Gut, die Frage war, es geht hier um zwei Haushalte und ich werde Ihnen jetzt einige Stimmen aus unseren Interviews mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern hier zeigen, also um einfach zu gucken, was passiert eigentlich in diesen Haushalten? Also erstmal, was passiert in den Empfängerhaushalten? Das ist ein Zitat von einer geschiedenen Mutter, einer Akademikerin mit zwei kleinen Kindern, die ein Au-pair aus der Ukraine eingestellt hat. Und diese Au-pair hat zu dem Zeitpunkt, als wir die Interviews gemacht haben, schon 10 Jahre in der Familie gelebt. Das heißt also, das ist, und zwar sich dann als Studentin angemeldet und so weiter. Und die Arbeitgeberin sagt hier, ja, sie war halt, also sie hatte eine Reihe von anderen Au-pairs aus anderen Ländern gehabt vorher und dann sagt sie, ja, sie war halt nicht so empfindlich wie diese anderen Damen, also sie hat sich, oder beziehungsweise die Situation hat sie sicherlich zunächst auch befremdet, aber sie ist wirklich härter im Nehmen gewesen. Na, das ist wahrscheinlich dann bei Osteuropäerinnen halt ein Vorzug, dass die nicht so sagen, wir nicht so verwöhnt sind. Das heißt, hier gibt es sozusagen ein Motiv, warum gerade diese Frauen aus dieser Osteuropa scheinbar die idealen Au-pairs sind. Und sie sagt dann, als Resümee zieht sie, ja, also ich würde das auch allen Frauen empfehlen, eher zu machen, als in schrägen Kleinfamilienstrukturen traditioneller Art zu verharren. Ich glaube wirklich, dass es ein Alternativmodell ist und für mich war es eine Befreiung, ein befreiendes Modell. Das war, also seit der Zeit geht es mir bedeutend besser und mir geht es jedenfalls heute bedeutend besser als vor 10 Jahren oder so, ja. Ich finde, das ist wirklich eine Alternative, abgesehen davon, dass es eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und eine Dienstleistungsmaßnahme ist. Das heißt also, hier ist ganz eindeutig und wir haben natürlich auch Interviews mit der Frau gemacht, die für sie arbeitet, die hat eine ganz andere Perspektive. Aber was wichtig ist, ja, also was wichtig ist, ist, dass dies im Haushalt stattfindet und dass hier Kinder im Spiel sind. Und die Au-pair ist die Ersatzmutter für diese beiden Kinder geworden. Das heißt, so schnell verlässt man so ein Modell dann auch nicht. Ja? Da entstehen Vertrauensbeziehungen und da entsteht das, was sehr häufig eben auch weltweit zu sehen ist, dass eben diese Frauen, die von außerhalb kommen, eben sogenannt Teil der Familie werden. Und damit ist es dann überhaupt, damit braucht dann nicht mehr gefragt werden, geht es hier um Arbeitsverhältnis oder was? Nein, ja, diese Familialisierung führt dann letztendlich dazu, dass das normalisiert wird. Ja. Gut, andere Stimme von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, einige von Ihnen kennen vielleicht das Buch, das ein bekannter Journalist geschrieben hat, der allerdings geheim bleiben will. Und er hat es als Anonymous geschrieben. In diesem Fall geht es darum, dass das passiert, was eben auch der Herr in dem Monitorbeitrag sagte, von einem auf den anderen Tag. Die Mutter stirbt, der Vater ist pflegebedürftig, gehbehindert und
was macht er jetzt? Und er und seine Schwester, also dieser Journalist und seine Schwester, besuchen die verschiedenen Pflegeheime. Nach einer Odyssee durch die Pflegeheime kam dann die Rettung, nämlich Teresa, der polnische Engel. Das beschreibt er eben so, dass diese Frau den Vater wieder zum Lachen bringt, ihm neuen Lebensmut macht, ihn auch mobilisiert. Also Teresa ist sozusagen die Lösung. Und interessant ist, dass dieses Buch in Ausschnitten in der Bild-Zeitung veröffentlicht worden ist. Man kann also nicht sagen, es gibt in Deutschland keine Debatte darüber. Es gibt sie. Wir haben sie vor allen Dingen in der Presse gefunden. Und, aber sie geht scheinbar an den Politikern und Politikerinnen vorbei. Angesichts dieser Situation, also es gibt einen interessanten Beitrag von einem Journalisten in der Süddeutschen Zeitung, der kommt zu folgendem Schluss. Er sagt, gäbe es die mutmaßlich meist illegal tätigen Ungarinnen, Polinnen, Tschechinnen und Rumäninnen nicht, würde die häusliche Pflege zusammenbrechen. Also wird es toleriert, mehr oder weniger stillschweigend. Man kann schon sagen, und das wird auch in dem Buch, in diesem Buch angesprochen, dass es natürlich auch Probleme gibt mit den Pflegerinnen. Aber was immer wieder deutlich ist, ist, dass es in der Situation, in der gerade diese Halblegalität dazu führt, dass es keinen Arbeitsvertrag gibt, in dem Sozialabgaben, in dem Urlaubszeiten, in dem Ruhezeiten und so weiter geklärt sind, eben einfach auch dazu führt, dass diese Situation von den Betroffenen praktisch selbst ausgehandelt werden muss. Hier werden Pflegebedürftige zu Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen. Das ist eine Situation, die wir ansonsten also im Rest unseres Alltags eigentlich nicht haben. Die Migrantinnen, was sagen Sie zu dieser Situation, vor allen Dingen in der 24-Stunden-Betreuung? Sie beklagen hohe Belastungen, weil sie oft, und das ist eben auch oft so, ist für viele wie für diesen Journalisten, der 800 Kilometer entfernt wohnt, ist das die Lösung, also jemand in dem Haushalt zu haben, er selbst und auch seine Schwester können da nicht wohnen. Das heißt, diese Frauen tragen eben die alleinige Verantwortung für das Wohlergehen der Patientinnen. Es gibt auch eine fehlende Anerkennung für physische und psychisch belastende Arbeit und eben die vergleichsweise geringe Bezahlung. Bei Konflikten ist es wirklich die Frage, an wen kann ich mich eigentlich richten? Also Sie wenden sich, wenn Sie über eine Agentur gekommen sind, oft an die Agentur, aber es gibt nicht sowas wie eine Schlichtungsstelle oder Sonstiges, also wo man auch vielleicht kleinere Kommunikationsprobleme relativ schnell lösen könnte. Und natürlich gibt es den Missbrauch, die Lohnprellungen, sexuelle Übergriffe, Beschimpfungen und so weiter. Oh, 2 Minuten noch. Gut. Ja, die transnationale Mutterschaft ist schon angesprochen worden. Hier ist ein Zitat von einer Frau, die sagt, naja, eigentlich habe ich nie Zeit, ich bin immer in 2 Haushalten, wenn ich zu Hause bin, muss ich eigentlich all das machen, was liegen geblieben ist. Und das heißt, für mich ist es ziemlich schwierig. Früher war das einfacher, als ich noch in Polen gearbeitet habe. Wir haben Kinder befragt, was sie denn dazu sagen, dass die Mütter so weit weg sind. Und hier ist eine Stimme von David, der sagt, also auf die Frage, was hältst du davon, dass Mama so weit weg zur Arbeit fährt? Da sagt er, es ist gut und es ist schlecht. Gut, weil wir Geld haben und schlecht, weil es schwieriger zu Hause ist. In welchem Sinne? Und dann sagt er, jetzt haben wir alles auf dem Tisch, verschiedene Salate und Koteletts. Und wenn Mama nicht fahren würde und wenn das Baby da ist, also die Frau bekommt ein Kind, wird es schwieriger sein. Ansonsten werden wir Brot mit Butter essen. Aber Kuba, sein Freund zum Beispiel, seine Mutter ist auch allein und da sind 3 Kinder, die kommen auch klar. Also die Kinder sind sehr ambivalent in Bezug auf die Situation, die für sie entsteht. Wichtig ist, was wir gefunden haben, ist, wenn für die Kinder klar ist, wer die Ansprechperson ist, in den allermeisten Fällen sind das die Großmütter, die
die Funktion der Mutter übernehmen und nicht die Väter. Die Väter, das ist hier ein Zitat von einem Vater, der, bei den Vätern sehen wir, dass sie große Probleme haben, die Rolle der Mutter zu übernehmen. Und wir sehen auch, dass die These, die es mal gegeben hat, dass sich nämlich Geschlechternormen durch die Macht des Faktischen verändern, hat sich keineswegs bewahrheitet, sondern hier ist eben einfach weiterhin, also die Betreuung der Kinder bleibt in Frauenhand. Gut, dieser YouTube, also wenn Sie ein YouTube zu der Frage der Euroweisen, die auch schon angeklungen ist, dann schauen Sie sich den an, aber der Computer hat den leider nicht akzeptiert. Deshalb mache ich mit diesem ganz kurz auf den Mediendiskurs. Was für die Frauen schwierig ist, ist, dass sie nämlich zum einen versuchen, also als transnationale Mutter auch mit den Kindern im Kontakt zu bleiben. Wir haben Frauen gefunden, die Hausaufgaben mit ihren Kindern täglich machen über Skype. Also die technischen Möglichkeiten haben sich ja enorm verbessert. Zu Hause aber gibt es im Moment einen Diskurs, der über die Euroweisen und unter Euroweisen verstehen Sie, die werden die im Heimat verbleibenden Kinder verstanden, die als Quasi-Waisen identifiziert werden. Den gleichen Diskurs haben wir in der Ukraine. Was man dazu sagen kann, ist, dass, wenn man das analysiert, dass diese Diskussion es den Frauen schwer macht, in diesen zwei Haushalten zu leben, weil sie nämlich zwar einerseits also Erwerbstätigkeit ermöglicht, andererseits aber auch ihre Pflichten als gute Mutter dadurch in Frage gestellt werden. Das wäre meine letzte Folie, wo man sich dann fragt, das ist eine Folie vom Economist, vielleicht können wir darüber gleich dann in der Diskussion noch reden. Das ist etwas zynisch, in the age of global economy, the solution to the problem is simple, offshore the children. Und da könnte man hinzufügen, offshore the elderly, the disabled. Es gibt mittlerweile auch in Deutschland Pflegeverbände, die mit ungarischen, tschechischen und so weiter Pflegeheimen darüber versuchen, Verträge abzuschließen. Das heißt, so weit ist es nicht weg. Und die Frage, die für uns ja dabei sich stellen sollte, auch jetzt in unserer Diskussion, ist, wie weit soll das Outsourcen, wie weit soll diese Weitergabe gehen? Ist das sozusagen etwas, was wir unendlich machen, oder gibt es da sozusagen Grenzen? Vielen Dank.